Der Tine aber noch nicht, oder? Der Tine will den Anfang. Ja. Ich mobb doch. Also. Man kann ja jetzt. Ja, das hört sich jetzt an, als wäre ich hier voll der Mobber. So, ich muss mal eben meinen Titel ändern. Kann das eigentlich meine Mods nicht machen eigentlich? So, und dann noch XCOM eben ändern, so, damit die ganzen WoW-Freaks hier rauskommen. Enemy Within. Okay, aktualisieren. Zack, bam. So, jetzt sieht's gut aus. Ja, Asia natürlich. Editors können das, nicht Mods. The area of engagement for this mission will be in India, laut Mission. Was ganz Neues. Blame the Tine Emote confirmed. Ich hoffe, ich habe das Bild und so in die richtige Ecke geschoben, weil ich glaube, links oben gab es nichts, oder? Rechts oben hat immer einer gequasselt. Unten war alles normal. Credits waren auch rechts oben. Oh, da ist wieder ein Girl dabei. Strike one. This is central. Ja, super. Free to engage all hostile contacts. Links oben gibt's nix. Don't take any chances. Don't take any chances. Guck mal, hier liegt der Phalax. Agnika ist auch dabei. Und wer war das noch? The Nate. Boah, der Tine. Tanaka ist die... Miyamoto und Tanaka. Neue The Tine Girls. Und dann haben wir hier in Spanien noch Perez und Voss. Ja, jetzt Fußball. Ach so, okay, ich verstehe. Ja, aber nicht mad sein, wenn Fußball auch daneben geht. Ja, also ich mal dir dann was. Wenn Fußball daneben geht, dann zeichne ich dir was. Okay, Ladies and Gentlemen. Willkommen hier beim Let's Play XCOM Enemy Within Classic Iron Man. Und ja, der Anfang ist ein bisschen hier verhauen. Das liegt daran, dass ich schon öfters angefangen habe. Also hier ist mein Imber YouTube Let's Play. Nein! Gerade noch überlegt, soll ich mir Gedanken über die Map machen? Nee, brauche ich nicht. Oh, wenn ich jetzt eine Rakete hätte. Oh, das wäre so geil. Ja, das ist doch schon mal echt behindert, weil meine Soldaten können nichts. Die sind gerade hierher gekommen. Aber wisst ihr was? Ich mach das jetzt mal. Hier so ein bisschen Risiko. Ein dash ich da dran. Und alle anderen auf Watch-Dingsbums. Damit ich flanken kann vielleicht. Hier, Hendrik Voss, das kann nur Agnika sein. Ja, ich kann mich ja gar nicht weit bewegen. Es ist ein bisschen behindert. Vielleicht sollte ich mich mit der aber auch wegbewegen. Vielleicht hier hin. Wo könnten die Aliens hin? Die könnten... Lass mich mal überlegen. Also die könnten alle schießen und dann ist die tot. Das ist natürlich kacke. Die könnten hier hingehen. Ah, das wird aber knapp. Wenn der hier hingeht, glaube ich nicht, dass er nochmal schießen kann. Und dann kann ich eine Grenade werfen. Wenn die hier... Wie viele Meter sind das? Ah, da sind schon einige Meter bis zum Fenster. Also Fakt ist, wenn die hier sitzen bleibt, dann ist die weg. Aber ich könnte die hier hindashen und hoffen, dass die nicht geflankt wird, wenn die Aliens hier hinlaufen und dann da auf die draufballern. Ich weiß nicht, ob das reicht. Aber das ist schon... Also sieben Felder müsste so ein Viech laufen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Aber die Position ist natürlich an sich geil nachher, um da hinzukommen. Und ja, wir machen es jetzt einfach mal. Was soll das Scheiße? Hä? Die sind gar nicht geprockt? Ich raff das Spiel nicht. Ohne Witz. Was? Das sind ja... Was ist denn jetzt passiert? Das sind ja bekloppte Aliens. Ohne Witz, die sind doch gerade... Ja, geil. Und
sprachlos. Jetzt wuseln die da einen Scheiß daher. Der schießt jetzt? Nein! Perez! Schießt daneben. Eso no me gusta. Ja, mir auch nicht. Oh mein Gott, das war so cool. Boah, nee, ich schon, ey, nee, ohne Witz. Das ist doch. Was ist das für eine Mission? Es fängt an und ich bin tot. Was? Das sind. Was? Wie viele sind denn da übernommen? 3 Stück? What the fuck ist das? Ja, was ist das denn hier? Ohne Witz, erste Mission, alle spawnen direkt in my face. So, ich probier's jetzt trotzdem. Ich raff ja nicht mal, was hier passiert. Also, es sind 3 Leute. 1, 2. Was geht hier ab eigentlich? Hier ist einer, der hat den. Und da hinten ist einer, der hat den. Und hier ist noch einer, da ist irgendwie noch ein dritter. Oh mein Gott. Ich könnte hier hinlaufen, aber dann ist der halt nicht... Sag mal, ohne Witz. Voll super, voll die geile Mission. Also ich glaube, ich renne jetzt einfach da rein und werfe nur Granaten. Und das fällt wahrscheinlich, deswegen fange ich ja nochmal an. Also ich weiß nicht, wie ich es anders machen soll gerade. Aber du dumme Frau, Fresse. Certainly effective at killing aliens, they also destroy the artifacts we're hoping to recover from the bodies. From the bodies. Something to consider. I'm on it, Commander. Das ist halt jammer schade. Dass ich die beiden. Obwohl, das. Vielleicht reicht das. Ja, okay, es reicht nicht. Was? Wie. Alter. Das Spiel ist so dumm. Also, ey, ohne Witz. Ja, keine Ahnung. Das Spiel hat Angst. Ja, kommt halt noch mehr. Alle zu mir. Alle zu mir, alle zu mir. Oh mein Gott. Ja gut, das sind halt 6 Aliens, die direkt gespawnt sind. Ist schon ein bisschen irgendwie krank. Ach, der kann flanken. Ja, tschö. Boah, das war aber Glück. Das war Glück. Mehr Glück als Verstand hier. Komm, übernimm einen und kill dich dann. Oh, das war Glück. Ich habe jetzt, glaube ich, irgendwie nur Glück. Und das Problem ist, ich habe jetzt natürlich auch überhaupt gar keine... Okay, jetzt gehen wir taktisch vor. Wir flanken diesen Boy hier. Hello! Bang! Und der muss jetzt töten. Da gibt's keinen... Ja, das Intro zu skippen ist scheiße. So, jetzt muss ich kurz überlegen, weil die kommt. Also ich muss dieses Alien töten, da gibt es kein Drumherum. Deswegen spiele ich es auf Risiko. Einer ist ja eh schon tot. Das ist aber nicht so toll. Ja gut, wenn die es schafft, wäre es cool, wenn nicht. Hey, boy. Ja komm, jetzt mach's doch einfach. Ja, stell dich auf den hin, damit er auf dich drauf spuckt, du Idiot.
So, keine Ahnung, mir geht das so gerade so ein bisschen auf den Sack. Das bringt ja eh nichts. Was soll ich denn jetzt hier ändern? Jetzt macht die halt weg. Ja, ja, okay, komm. Also. Das wird auf jeden Fall ein Rerun. Oh, oh mein Gott, das tut so weh. Das tut so weh. Das tut so weh. Oh nein, mein Gehirn. Das tut so weh. Ja, übernimm ihn halt noch. Ihr seid so dumm. Oh, das tut so weh. Ja, das tut so weh. Oh nein. Oh Gott. Meine Nachbarn werden sich auch denken, wie behindert ist der Typ eigentlich? Wieso lebt die noch? Keine Ahnung. Aber die macht jetzt den Double Kill. Also wenn du jetzt nicht tötest, dann rast dich aus, ey. What? Wir sind zwei! Alter, gibt's hier irgendwen im Team, der irgendwas kann? Jetzt nehmen wir die Pistole, ja, weil die im Nahkampf einfach besser ist. Was? Was? 75? Nein! Oh Gott, das ist so schlecht. Wieso kriegen die nicht den einen getötet? Ich kann nicht hin. Ja, übernimm den anderen. Oh, ja, ist klar. Ihr seid zu behindert, ey. Ihr seid zu behindert. Das gibt's nicht. Das ist einfach nicht wahr. Jetzt rennt doch hinter der anderen Deckung. Jawohl, bam. Oh, ich kann nicht mehr. Jetzt geh doch dahin und töte diesen Typen, ey. Alter. Also, pass auf. Du hast jetzt eine Chance. Du tötest jetzt den anderen und du gehörst einfach selber getötet. Bam! Wo steht, wieso guckst du nach links? Oh Gott! Oh, dieses Spiel träumt mir. Das ist die schlimmste Mission, die ich je hatte. Ja, übernimm die noch! Übernimm die noch, ey! Oh, wie behindert ist das denn? Yeah, 4 Crit! Der hat's überlebt, Alter. Der ist ja voll gut. Der macht's jetzt. Wenn er nicht panikt. Jetzt! Jetzt gehen und töten! Nein, der muss. Der hat keine Munition! Oh nein, der hat keine Munition! Oh Gott, ich hasse dieses Spiel! Jetzt töte ihn! Oh, konkret! No! What the fuck? Was geht denn hier ab, ey? Ich kann nicht mehr. What the fuck? Ey. Oh, ich muss mein Fenster zu machen. Ich gar nicht. Mehr. What the fuck? Oh mein Gott, was ist da passiert? Das ist das Behindertste, was jemals passiert ist in diesem Fuck-Spiel. Oh, das tut so weh einfach. Das tut so weh. Ja, das war mein Let's Play zu XCOM. The Enemy Within, Classic Iron Man. Hat gefällt, ist schon vorbei. Das Spiel kriegt auf jeden Fall 10 von 10 Punkten von mir. Und in diesem Sinne sehen wir uns das nächste Mal bei einem nächsten Let's Play von einem neuen Spiel. Von einem anderen Spiel natürlich. Jules, bye. Ladies and Gentlemen, willkommen hier.